чтоб ты сказала. Забирай меня скорей, увози за сто морей. Puh, bisschen schwindelig, Quore, was ist denn hier los? Das hier in diesem Video, das sind einfach wir. Das ist einfach ich mit einem Kollegen. 1:1, wirklich. Letztes Jahr war 2023, Digga. Oh mein Gott, wann war ich mit dem im Urlaub? Ich war mit so zwei Kollegen, war ich im Urlaub, das war 2020. Junge, die Zeit vergeht, man. Das fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen. Auf jeden Fall jedes Mal, wenn ich in Urlaub gehe oder ich in Urlaub fliege oder ich in Urlaub fahre, wie auch immer. Meistens fliege ich, weil ich gehe nicht in Urlaub. Oder wer geht in Urlaub, Junge, mit Rucksack? So dann. 10.000 Kilometer marschieren. Alles klar, kann losgehen. Jedes Mal, ich bin genauso gehypt, wirklich. Und letztes Mal, als wir mit den zwei Kollegen im Urlaub waren, das Erste, was ich gemacht habe, als wir in den Flieger eingestiegen sind... Bro, James, Digga. James ist Spielverderber, Junge. Er hat abgelehnt. Aber zum Glück hat Anne angenommen. Naja, und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle und extravagante neue. Du ziehst ja richtig durch mit den über 8 Minuten Videos. Finde ich gut und du verdienst jetzt auch endlich mal was mit YouTube. Endlich mal was mit YouTube, Digga. Jetzt hätte ich die, keine Ahnung, letzten 4 Jahre oder sowas gar nichts verdient. Ich hab verdient. Willst du sehen? Ich hab alles in meinem Schrank. Ich zeig dir. Money, YouTube Money. Also ich bin echt stolz drauf und ich habe 4 Jahre gearbeitet. AMG ist bestellt. Ab 8 Minuten kann man nur mehr Werbung schalten. Der Typ braucht nur mehr Geld. Bruder, ich brauch, Digga. Ich brauch, Junge. Ich bin Student. Guck mal da. Ich nehme Videos in meinem Kinderzimmer auf. Wenn ich will, ich komme mit 10 Euro im Monat klar. Ja, so ungefähr, Digga. Wer tankt da mein Auto? Ich muss 2-mal im Monat oder 3-mal im Monat tanken, Junge, für 120 Euro. Guck bitte einfach meine 8 Minuten Videos. Warte, was ist das? Mario? Mario. Ah, Mario November. Das ist der. Der macht einen Song auf Russisch? Oder den letzten Song, den ich von ihm gehört habe, war der hier. Oder 2021? Oder das ist auch schon wieder 10 Jahre her, Junge. Da war ich noch flüssig. Ja, okay, russischer Song. Hören wir ganz kurz mal rein. Also entweder, Digga, ich habe Russisch verlernt oder ich verstehe kein Wort von dem, was er da sagt. Was ist das? Das ist doch nicht Russisch. Starker Song. Du hast verstecktes Talent. Lass es bitte versteckt. Ich wurde gestern um mehrere tausend Euro betrogen. Nein, I am Zuckerpuppe wurde betrogen. Oh Mann, ey, das ist nicht gut. Und zwar bin ich gestern von meiner alten Wohnung in mein Penthouse gezogen. Guck mal, ich habe auch keine Ahnung, was bei dem eigentlich abgeht, Digga. Ich bin gestern von meiner Wohnung in mein neues Penthouse gezogen, Digga. Zwei Videos weiter sehe ich einfach das hier. Zeig uns deine Rolex. Ich habe mir eine Rolex gekauft und euch interessiert, wie die aussieht. Deswegen dachte ich mir, zeige ich euch die jetzt einfach mal. Hat der Typ im Lotto gewonnen? Wenn man die auspackt, ist da noch eine Box drin und ich weiß, dass ich das super oft sage, aber ich bin unfassbar dankbar, dass ich mir sowas überhaupt kaufen kann. Ihr wisst alle, dass ich aus einer Familie komme, in der nicht wirklich Geld vorhanden war. Okay, okay, ja, ja, ja. Okay, ja, zeig mal die Uhr. Wir hatten auch, als ich klein war, manchmal nicht mal mehr Geld zum Essen und jetzt plötzlich kann ich mir einfach eine Rolex kaufen und das ist für mich immer noch nichts Selbstverständliches. Wenn man die weiße Verpackung dann wegmacht... Okay, ja, weiße Verpackung, okay, zeig die Uhr. Dann befindet sich hier nochmal so eine grüne Schatulle. Hier drinnen befindet sich jetzt eine weiß-goldene Datejust. Okay, ja, weiß-goldene Datejust, zeig bitte einfach mal die Uhr. Schreib mir übrigens mal in die Kommis, aber eher Team Gold oder Silber seid. Übrigens habe ich auch noch einen 100-Euro-Gutschein für euch gekauft. Falls ihr den haben wollt, drückt einfach nur das Plus und liked dieses Video. Nein, will ich nicht haben. Zeig jetzt doch endlich mal die Uhr. Guck mal, ich habe mich früher jedes Mal gefragt, jedes Mal, wenn ich seine Videos angeguckt habe, habe ich mich gefragt, warum? Warum der Typ jedes Mal immer so viel um den heißen Brei redet, anstatt einfach seine Uhr zu zeigen oder anstatt einfach irgendwas zu machen? Jetzt verstehe ich's. Der hat einfach mit diesen Videos und damit, dass er immer um den heißen Brei redet, sich eine Rolex gekauft. TikTok-Creativity-Programm. Bruder, ich werde TikToker, ich sag dir ehrlich, ich werde einfach TikToker. Warum mache ich mir jeden Tag diesen Stress? Videos aufnehmen, Videos schneiden, Videos wie auch immer. Ich werde TikToker. Penthouse, Digga, und Rolex. Was hab ich? Kinderzimmer und Casio am Handgelenk. Stark. Ach so, YouTube-Einnahmen. Die braucht ihr übrigens auch gar keine Sorgen, um mich zu machen. Wenn ihr das Video hier seht, dann ist die Uhr schon in meinem Bankschließfach, also gar nicht mehr hier. Im Bankschließfach. Biggest Cap und das wissen wir alle. Mindestens genauso dankbar wie für die Uhr bin ich auch für die ganzen Leute, die mir das gönnen. Ich merke schon, jetzt kommt es in meinen Kommentaren. Ey, Digga, du bist doch nur neidisch, Junge. Weil der lebt in einem Penthouse und du nicht. Der hat eine Rolex und du nicht. Ich hab 10. 10, Bruder. Was? 10? Casio am Handgelenk, Junge, Alter. 10, Bruder.
Ich bin Student, Digga. 10. Ja, okay, nee, passt. Kommen wir wieder auf das Video zurück, wo er über seinen Umzug redet. In sein Penthouse. TikTok hat ihn ins Penthouse. Oder früher, ich dachte immer so YouTube-Stars und so Rapper und so. Richtig krasse Leute ziehen so ins Penthouse. Er. Ach, stimmt. Er ist ja Rapper. Hab ich ja voll vergessen. Ich brauch noch ein bisschen mehr von diesem Jahr, du weißt schon. Und ich habe meinen letzten Umzug schon mit einem Umzugshelfer gemacht, den ich auf eBay Kleinanzeigen gefunden habe. Und dieses Mal habe ich es einfach wieder gemacht, aber ich habe denselben nicht mehr gefunden. Deswegen habe ich ein anderes Unternehmen genommen. Letztes Mal war das auch eigentlich ein richtiges Unternehmen und dieses Mal schien es eigentlich auch ein richtiges Unternehmen zu sein, weil die sind da nämlich eigentlich nur auf eBay Kleinanzeigen, weil die sich diese Google-Anzeigen nicht leisten können und dann in den meisten Fällen auch ein bisschen günstiger sind, so wie das Umzugsunternehmen. Bro, wirklich, also wenn ich wirklich ein Umzugsunternehmen suchen würde, ich würde es nicht auf eBay Kleinanzeigen machen. Ich hatte genau dieselbe Situation. Ich bin zwar nicht von meiner Wohnung in mein Penthouse eingezogen, sondern in meine Villa. Nein, Spaß, Bruder, wir sind mit dem Büro umgezogen. Es war eine Situation, wirklich, die könnt ihr euch nicht ausmalen. Deswegen herzlich willkommen zu einer weiteren extravaganten Episode. Storytime mit Tonfremder. Ich habe sowas in meinem ganzen Leben noch nie erlebt. Ich habe so auf Check24 so nach so Angeboten gesucht. Umzugsunternehmen. Ich habe Angebote bekommen. Oder Schraube locker. Der eine wollte 7000 Euro. Ich habe gesagt, für 7000 Euro, Digga, packe ich alles auf meinen Rücken und gehe selber so. Alles klar, kann losgehen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann ein Umzugsunternehmen gefunden. Wirklich so für 2 irgendwas. Ist auch schon teuer, ja, 2700, aber war komplettes Büro. Und da waren auch richtig viele Sachen auf Paletten und so weiter und so fort. Und ich, als ich mit diesem Typen telefoniert habe, ich habe ihm Videos geschickt, ich habe mit ihm einen Videocall gemacht, ich habe ihm gezeigt, alles was da ist, Paletten, alles. Der guckt sich das so alles an, sagt, ja okay, passt, ja, morgen, alles klar, morgen. Er sagt zu mir, morgen kommen 4 Mitarbeiter mit 2 LKWs. Es kamen 4 Mitarbeiter, aber mit 2 Sprintern. Ich sag, Digga, wir haben da Paletten. Der so, ey, das ist kein Problem, machen einfach per Hand. Und diese 4 Mitarbeiter, das waren alles Russen. Ich war komplett aufgeschmissen. Ihr müsst verstehen, ich verstehe alles auf Russisch, wirklich. Ich kann Russisch, ich verstehe alles, Junge. A bis Z, Y, J, M, J, Jopa, Sabaka, alles. Aber ich kann es halt einfach nicht sprechen, Digga. Und dann erklär mal 4 Russen, Digga, die kein Deutsch können, mit meinem gebrochenen Russisch, was sie alles mitnehmen sollen und was sie liegen lassen sollen. Bruder, ich habe mich wirklich gefühlt wie Mario November. Ich so, а да, это надо, это не надо, это тоже надо, это мусор, die fragen mich so irgendwas auf Russisch, ich so, das war was, Alter. Ich muss mit dem разговаривать. Egal, auf jeden Fall haben die alles gemacht, wirklich. Aber das Beste war einfach, als er mir gesagt hat, 4 Mitarbeiter, 2 LKWs. Wie schon gesagt, 2 Sprinter waren da. Und der 4. Mitarbeiter mit dem einen Sprinter hat sich einfach verpisst. Der war ab der Hälfte gar nicht mehr da. Der ist einfach weggefahren. Dann waren es nur noch 3 Mitarbeiter und ein Sprinter. Und ich sag dem so, ey, где другой? Dann sagt er mir einfach, а он уехал по делам. Ich stehe so da. Chillig, Digga. Nee, aber wirklich, im Endeffekt, das waren echt ganz korrekte Menschen und es war übel lustig, weil es hat sich wirklich, wirklich, als ich mit diesen Leuten umgezogen bin, es hat sich genauso angefühlt wie damals, als wir, keine Ahnung, so von unserer Wohnung hierher gezogen sind und mein Dad so welche so Sachen aufgebaut hat und so. 1:1, Junge. Блядь, это хуйня, не работает, что это за говно? Die meinen dann, dass es pro Stunde 109 Euro kostet für 4 Umzugshelfer mit LKW. Mit LKW. Mit Sprinter, Bruder. Mit Sprinter. Wenn du Glück hast. Wenn du Pech hast, Digga, kommen die mit PKW. Und die wahrscheinlich so 3 Stunden brauchen werden. Und da dachte ich mir so, das ist ein mega Angebot, weil ich habe nämlich einen Tag vorher ein Angebot bekommen für 4 Umzugshelfer mit dem LKW für 1900 Euro. Ja, oder ich für 7. Schien auch erstmal alles in Ordnung zu sein, bis es dann zur Bezahlung kam. Da hat er nämlich zu mir gemeint, dass es auf jeden Fall nur bar geht. Dann habe ich schon ein bisschen Angst bekommen, weil die waren ja auch zu viert und ich war nur allein. Und dann meinte ich zu ihm, ja, aber dass ich auf jeden Fall eine Rechnung brauche, weil ich brauche irgendwie einen Nachweis, dass ich es überhaupt schon mal bezahlt habe. Er meinte dann zu mir, das Einzige, was er mir geben kann, ist eine Quittung unten am Auto. Dann war ich so, ja, okay. Dann hat er zu mir gemeint, es kostet 812 Euro. Die waren 6 Stunden da. Rechnet euch das mal aus. Das macht vorne und hinten keinen Sinn. 6 Stunden da, 800 Euro, ja, ey. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie die das berechnen, weil wie gesagt, die einen wollten 7000, die anderen haben es für 2 irgendwas gemacht, aber ey, der einen Zuckerpuppe würde doch kein Video darüber drehen, wenn alles glatt gelaufen wäre. Was ist passiert? Ich habe ihm dann noch dummerweise das ganze Geld gegeben, bin mit ihm runter ins Auto gegangen und er meinte dann, er hätte keinen Rechnungsblock dabei. Die anderen hatten auch schon mega Angst, also die waren so richtig flüchtig und meinten, ja, ja, wir müssen los und sonst irgendwas. Und ich dachte mir die ganze Zeit, was ist los? Was ist los? Bis ich nach oben gegangen bin. Die Rechnung habe ich bisher übrigens immer noch, die reagieren auf keinen Anruf mehr und ich zeige euch jetzt, was passiert ist. Als ich dann nach oben gekommen bin, habe ich meinen Boden überprüft und habe gesehen, dass der einfach komplett kaputt ist. Mein ganzes Parkett ist hier einfach mega eingedellt und hier komplett verkratzt.
mein Gott. Oh mein Gott. Digga, der wurde komplett verarscht. Der wurde von A nach unten, von links nach rechts. Er wurde komplett hochgenommen. Der hat keine Rechnung bekommen. Da waren einfach irgendwelche Randoms da. Der hat ihm das Bar gegeben. Die haben sich verpisst. Jetzt beweis mal, dass die da waren. Oder wie sieht sein Boden aus? Aber ey, wenigstens hat er jetzt eine Rolex. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen. Lasst euch nicht von Umzugsfirmen verarschen. Wir sehen uns wieder, wenn es nächste Mal heißt. Sabaka.